Moin Moin, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück. Guten Tag. Hier am nächsten Morgen, Tag 2. Oh, das war ja vielleicht eine Nacht, kann ich euch sagen. Hier zu schlafen, furchtbar. Die Kante, man konnte sich nicht rumdrehen und wenn man sich rumgedreht hat, ist man hier runtergerollt und überhaupt das im Fliegen schlafen ist so beschissen. Kann ich nicht empfehlen. Da unten ist ordentlich was los. Um die werden wir uns gleich mal kümmern, wenn die Nacht ihren dunklen Rock wieder eingepackt hat. Oh, guckt einmal, wie schön sie das gemacht haben. Wir können bis ins Weltall gucken. Das bringt mich auf das Thema No Man's Sky. Es ist ein unheimlich tolles Spiel. Und dass ich da noch nie drüber so gestolpert bin. Also, was für ein Universum im wahrsten Sinne es schafft, ist der Wahnsinn. Aber ich habe noch nicht die Form gefunden, um es hier im Klo-Kanal in eine schreckliche Riegelform zu pressen. Ich gebe mir noch ein bisschen Zeit. Mir fällt bestimmt was ein, wie ich das präsentieren kann. Aber es hat eben viel mit Farmen zu tun und ja, viel Zeitaufwand. Und das ist nicht so actiongeladen wie sowas hier, oder? Scum. So, ich habe aufgerüstet im richtigen Leben mit Kaffee. Der steht jetzt neben mir. Und ich habe mir erlaubt, mal hier so ein Ding zu bauen. Ich bin gespannt. Da werden wir dann gleich da unten mal aufräumen. Darüber hinaus, guckt mal, was ich gesehen habe. Unterhebelrepetierer. Aber das muss eine richtige Waffe sein. Ich bin gespannt. 762. Ungewöhnlich. So. Verbraucht das. Oh, guckt euch das an. Das Volk. Wollen wir mal die Pistole sprechen lassen? Ich muss mal hier ein bisschen lauter noch für mich machen. Dass ich auch nicht Gefahr laufe, überrascht zu werden. So, mal gucken, was das Ding bringt. Warum nicht den Tag mit ein bisschen Schießpulvergeruch verbringen? Starten. Barney Gumble. Ja, aber wirklich viel Schaden macht das edle Stück nicht. Deswegen komme ich mal runter zu euch. So, ist viel schöner. Ihr müsst doch wieder leiser machen für mich. Oh, jetzt wird sie aggressiv. Soll sich doch nicht den Männern wieder so aggressiv entgegenwerfen. Oh, der hat mir aber ordentlich einer eingeschenkt, der, das Arschloch. Aber, bitteschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wir müssen unbedingt Honig auftreiben. Grüß dich. So, jetzt habe ich wieder zu leise gemacht für mich. So, mal ein bisschen. So, glaube ich. So ist gut. Ey, habt ihr hier ein bisschen Honig für mich? Hallo? Moin. Oh. Die Stripperin. Ihr alten Ferkel. Was ist denn das hier? Der Hartgeldstrich? Weg damit. Die brauchen wir nicht mehr. Wir sind Baptisten. Wir leben keusch. Mach's rein. Dann können wir nochmal zu Jenny zurück. Dem alten, dreckigen Loch. Schmeißt wieder mit Bezeichnung um sich. Oh, ein Grill. Wie schön. Können wir uns da was grillen? Hier, gib mir mal Antibiotika. Was sind das mit den Spiegeln? Ist nicht mehr. Papier. Ey, ich brauche Honig. Nee, das ist keiner. Da kommt doch schon wieder jemand. Oh, eine Ranch. Hier. Danke. Okay, was zu essen. Aha, Gammelwasser. Noch ein Töpfchen. Oder können wir Leim machen? Mit den Knochen. Fällt mir ein, wenn ich das schon kann. Ey. Nee. Müssen wir mal ein paar Baumstümpfe suchen. Hoffentlich ist das noch so. Dass man Honig kriegt aus Leim. Aus Baum. Wipfeln, Stümpfen. Oder hier. Sind das hier raus aus dem Messi-Chaos? Baumstumpf. Ah, wie schön. Die Sonne. Geht auf. Und unter. Ah, da ist einer. Los, gib mir Honig. Ich weiß, es halten nicht alles, aber
Es bringt es auf alle Fälle erstmal runter, bis wir Antibiotika gefunden haben. Kein Honig. Hier nochmal das Ding ausprobieren. Was ist denn los? Nee, dann doch lieber. Ja? Baumstumpf? Gib mal aus normalen Bäumen Honig raus? Glaube nicht. Vielleicht finden wir eine Apotheke. Gehen wir mal ein bisschen im Örtchen spazieren. Und Sie, Antibiotika? Das ist aber auch das letzte Drecknest hier. So viel Steine im Müll? Modell, da ist eine Autowerkstatt. Ah, hier ist die Minengeschichte. Überlegt mal. Gab es hier vielleicht in so einem Krankenwagen, der keiner ist? Ach doch, es ist ein Krankenwagen. Paramedic, los, gib mir was. Oh, schön, dass Sie sich entschlossen haben, einfach hier zu spawnen. Moment, wir essen erst einmal Honig. Wie viel bringt der runter? Bis zu 5%. Da machen wir es bis unter 5 und fressen den nächsten. Wo ist er denn jetzt wieder hin? Was? Ah, da ist er wieder. Was soll denn das? Genau, wenn ich hier stehe. Hast du gedacht, ich sehe dich nicht? Du grässlicher. Wenigstens Honig. Sehr gut. Der Tag beginnt gut. Oh, wir können uns Pilze machen. Sporen. So, dann können wir jetzt zum Tagesgeschäft zurückkehren. Nochmal bei Jenny shoppen. Und noch einen Job holen. Das wäre was. Und dann machen wir aber erstmal unsere Wohneinheit. Oder gehe ich mal hier rein? Ah, nein, das ist ja direkt nebenan. Ja, wir gehen erstmal hier rein. Durchs Dach. Und guck mal, was unter uns wohnt. Sehr gut. Honig, erst rein. Guter Start. Danke. Weiter geht's. Wiedersehen. Oh, Frames brechen ein. Wieso? Nur noch 26 Frames. Oh, hier ist aber einiges nicht in Ordnung. Hier. Ach so, doch. Ist alles in Ordnung. Immer noch Frames. Muss ich nochmal GFX eingeben? Nee. Na, vielleicht ein bisschen. Ich weiß es nicht. So, Messer. Zeigt euch. Ihr Schweine. Warum sind die Frames jetzt so im Keller? Airdrops habe ich eingestellt, habe ich noch nicht gesagt. Alle 3 Tage. Bin mal gespannt. Spitzen der Ampel-Kollaboration. Geben Sie jetzt Ihren Senf dazu ab. Mit Ihrer neuen Gehaltsklasse. Okay. Dann gehen wir zaghaft in den nächsten Raum. Aha. Die Spinne. Und die rote. Und wieder infiziert auf 7. Hast du Antibiotika? Oh, eine Schaufel, das ist gut. Mit was? Da brauchen wir Eisen. Ja. Okay, wir können erstmal unseren edlen Apparillo, habe ich dir noch gar nicht gezeigt, oder? Mal was reintun. 21 Mumpeln für den Notfall. So, mal gucken, wie lange der Honig noch seine Wirkung tut. Wir essen mal hier sowas. Sehr gut. So weit, so gut. Und die Dinger weg. Obwohl, die können wir schreppen. Was haben wir denn hier? Eine Palette.
Ist das Euro-Standard? Hat die mich schon wieder angepickt? Und zack, wieder auf 7 mit Infektion. Also wenn er nicht die Fingernägel sauber gemacht. Ist da was drunter? Nee. Haben sie nur angemalt. Seh. Was ist hier? Nix. Aha. Los, lass mal das Ding mal sprechen. Nicht schlecht. Das ist die neue Krankenschwester und die alte Stripperin. Noch ein bisschen Kobber. Habeck. Was machen sie jetzt? Jetzt lassen sie wieder alle raus. Alle dürfen was sagen. Aha. Den Leim nehme ich. Könnt mir mal ein bisschen Eisen geben, weil brauche ich ein Repair-Kit? Ach so. Okay. Das ist ja hier so ein Laden. Müssen wir noch was finden. Werkstatt, Camping. Hier gibt's nichts. Mhm. Ach du großer Gott, waren noch eine Mumpel drinne. Na dann. Ach, geht ja wieder überhaupt nicht. Oh! Da war doch eine Zerteilung. Was hatten die für ein Problem? Ab mit dem Kopf! Sehr gut. Wahrscheinlich beim letzten Nachladen habe ich zu früh geswitcht. Aber egal. Ist ganz schön was los, wenn man das so nimmt, oder? Vom Schwierigkeitsgrad, ja, das in den Gebäuden jetzt ordentlich Kompagnons auf einen lauern. Die kommen von überall, aus allen Ritzen. Aha. Hier ist aber neblig. Hat wieder jemand gequarzt. Im öffentlichen Gebäude. Sind sie der Chef? Der Dicke sieht aber immer noch so aus wie früher. Ach, übrigens. Oh, nicht mehr. Keine Ausdauer mehr. Ah, jetzt hat es ihn erledigt. Übrigens, haben wir doch noch 2 Punkte zu vergeben. Und zwar gehen wir erstmal in Lucky Looter. Mhm, danke, Wiedersehen. Und, wo ist Flurry? Wo war Flurry? Hier, Angriffswelle. Das ist doch Flurry of Blows, oder? Schnellere Angriffe, häufiger. Geiler, besser, schneller, höher, tiefer. Tiefer. Weg, weg, mitnehmen. Aha, schönes Hemdchen, ziehen wir an. Passt doch zu unserer Mütze, bilde ich mir ein. Ha, wir entwickeln uns. Leere Dosen, dich nehmen wir mit. Ja, aha. Jetzt ist natürlich wieder ja, Langeweile angesagt. Beim Schlösserknacken ist nicht... Das könnten sie ruhig noch reinbringen, dass man selber aktiv werden darf. Du stehst einfach nur da. Aber... Beim ersten Mal, erst rein, gib mir das Unterhebelgewehr weg. Keine Bolzen, so ein Scheiß benutze ich nicht. Ha? Camping. Die Kasse klingelt. Gibt's hier noch Kollegen? Gucken wir mal auf dem Ramsch, auf dem Wühltisch hier beim Winterschluss oder was ist jetzt? Oh, das gefällt mir aber natürlich besser. Könnten wir die Farbe rausnehmen? Hm. Will ich nicht. Oh, das ist natürlich noch besser. Ah, ich muss auch nur die Lappen mitnehmen. Nö. Was haben wir hier? Aha. Aha. Die ganze Mischpoke. Erstmal alle anpicken, würde ich sagen. Dass sie erstmal alle ein bisschen Gesundheit einbüßen. Einer nach dem anderen. Der China-Mann. Ach, keine Ausdauer. Müssen wir damit wieder arbeiten. Und Pippi? Ach, die ist verblutet. Ass rein. Hier mal ein bisschen vorschädigen.
Barney Gumble. Ah, leer geschossen. Finde ich aber sehr akkurat, das Ding. Und gefällt mir besser als die Standardpistole. Aber die Nachladezeit ist scheiße. Aber es ist auch lediglich eine Not, eine behelfsmäßige Sache. So, hier habe ich ja noch gar nicht reingeguckt. Knochen. Für Leim. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was gibt's hier? Lappen. Noch mehr Lappen. Haben wir was Leckeres zu essen? Nein, aber Käffchen. Danke. Warum nicht? Und so wie ich das sehe, wie lange hält denn der Honig noch an? Prüfen. Da gibt es keine Zeit dafür wahrscheinlich. Na egal. Oh, jetzt wird es aber duster. Haben wir uns jetzt den Loot verdient? Den Scheiß will ich. Na wohl, wir nehmen es mal mit. Für irgendwas werden wir das schon brauchen. Ein paar Nägel. Aha. Das sieht man aber schlecht. Ich komme mal hoch. Oh, es regnet rein. Aha. Mehr als gedacht. Weg damit. Das kommt weg. Können wir hier so ein Ding essen. Was verschabeln wir? Oh, da ist auch einiges da an Munition. Danke. Verschlossen. Kommt gleich dazu. Was ist denn das für ein Gebäude? Na, gehen wir mal zu Jenny. Shoppen. Ah. Oder kündigt sich schon die Horde an? Aha, jetzt ist der Honig abgeklungen. Dann essen wir noch den anderen. Rein damit. Haben die hier einen Baum stehen? Go! Und es gibt mir die Gelegenheit, an meinem Kaffee zu nippen. Ah, oh ja, perfekt. Ich bin ja mal gespannt. Oh, das ging aber auch sehr gut. Sehr gut, danke, danke. Aha. Mhm. Ordentlich Munition für das schöne Stück hier. Was haben wir denn hier drin? Ich brauche mal ein Repair-Kit. Habe ich zu Hause, ich weiß. Oh, hier, Waffenvitrine. Mhm. Aha. Kann man hier auch noch was? Gibt es ja auch noch was zu holen? Nein. Okay. Das gilt als eins. Gläschen. Knöchelchen. Ach, es ist auch wieder schön, hier zu sein. Mit euch! Ah, Knöpfchen. Der erste unserer Knöpfe. Aha, Luke auf. Hier sind wir reingekommen, oder? Ja, durchs Dach. Okay. Sehr gut. Wir gehen uns erstmal entleeren. Aus allen Öffnungen. Hier, gib mir mal noch ein paar Knochen. Danke. Da kann ich danach Leim herstellen. Weg damit. Sehr gut. Das können wir zur Not abreißen. Falls mal jemand kommt. Hier erstmal eine kleine Reparatur. Habe ich die Punkte überhaupt schon verteilt? Ja. Aber jetzt hat er Durst. Schöner Tee. Den Kaffee nehmen wir mit. Und dann heißt es ausmüllen. Was wir nicht verscherbeln. Ach, hier erstmal. Erstmal das Schäufelchen. Rapper Ryan. Das kann weg. Weg, weg. Schaufel ran. Schrotzenmoon weg. Das weg. Das packen wir irgendwo rein. Hier Stuhl. Knochen. Schießpulver. Lappen. Das tun wir auch. Wir tun Tut gebrauchen. Weg damit. Glas brauchen wir nicht. Die behalten wir. Oh ja, Machete-Teile behalten wir. Und den anderen Scheiß schicken wir Richtung Jenny. Und vielleicht noch was essen. Dass wieder ja ein bisschen mehr Platz einzieht.
So, müssen wir mal ein bisschen Ordnung machen. Töpfe. Okay, haben wir noch was zum Verscherbeln? Für Tante Jenny? Ne, sehe ich nichts. Okay, hier kriegst du noch einen Grill. Das Ding packen wir noch irgendwo rein. Können wir das hier rein? Ne, das muss in rüstige Rüstung. So. Was rein? Und Inventar schon wieder zugemüllt. Jenny! Gib uns was. Das letzte Mal einfach rausgeschmissen, wo es um die Bezahlung ging. Oh, ich bin aber schnell. Ach, hier haben wir noch einen Baumstumpf. Gibst du noch eine Preiselbeere frei? Da brauche ich ja das olle Ding gar nicht zu kaufen. Die andere Mumpelgeschichte hier. Das Vierer gebastelte MG. Ich denke mal, die findet man sowieso. Kein Honig? Jenny, du bist doch Arzt. Hast du ein paar Brustkaramell für mich? Ja, stößt er drauf. Ja, ist aber schon eine Weile her. Ich habe Honig genommen. So. Jagdgewehr. Nein, danke. Das ist immer noch dieselbe Scheiße wie gestern. Natürlich. Wildbret. Nee, das holen wir uns selber. 9 mm. Nee, wenn dann lieber 7,62. Aber nee, auch nicht. Was bezahle ich denn dafür? Nee. Blasebalg. Rüstung. Ja, ich hoffe ja, wir finden bald mal was. Jenny. Zahnte Klinge. Das könnte ich mir für mein Messer kaufen. Wenn es nicht dieses Messer ist, dann ist es das nächste. Ein besseres. So, Jenny, gib mal ja. Naja. Beseitige Zombies. Jetzt darf man es ja wieder sagen. Im Bungalow. Ruhe. Ich glaube, der Knüppel hat auch ausgedient hier. Ah, den verschärfe ich dann vielleicht bei der Gelegenheit. Aha, wir haben das. Das ist aber Quatsch hier drin. Dann tun wir das doch lieber in unsere beschissene Axt. Da ist auch schon was drin. Okay, dann nehmen wir es so mit. Was hat sie gesagt? Ein Trailer. Und dann müssen wir noch. Was ist denn. Was war denn das? Lasst mich mal gucken. Mechaniker und Ingenieur haben wir schon. Wo war denn das? War das Schatzsucher? Nee. Der Abenteurer, glaube ich, war das. Mit besserer Belohnung kriegen. Wo ist denn der? Der Abenteurer? Hier. Das ist doch das, oder? Jeden Tag halt zu riskieren, Vorteile. Ja, wir kriegen mehr Dukes. Da werden wir mal investieren. Jetzt hole ich mir erstmal das Huhn. Komm her, du Schwein. Komm her. Das hält aber was aus. Ha! So viele Knochen. Blöden Federn weg. Sehr gut. Weiter. Noch ein paar Knochen für Leim. Aha. Liegen die einfach faul auf der Straße rum. Aha. Können wir noch in den PW reingucken? Papier? Ja. Ach, hier waren wir schon. Na, das ist ja wieder das schönste Haus, was uns gegeben hat. Mechanical. So, bevor wir anfangen, nochmal ein Schlückchen Käffchen für mich. Habe ich mir verdient, glaube ich, oder? Habe ich mir gleich drei gegönnt. Können wir da nochmal hier den Wagen plündern? Nee, hat nicht mit gerespawnt. Ja, ich bleib doch drin. Auch nix. Weg damit.
Wie kommt man denn hier rein in die Hütte? Oh, wenn ich meine Orga... Steine. Wie soll man denn hier reinkommen? Durch die Garage. Durch die Garage in die Küche. Hunde. Ich habe so das Gefühl, dass sich hier was Hundeartiges auftut. Ah, das ist neu. Sehr gut, sieht gut aus. Das finde ich gut. Machen wir wieder zu, die Luke. Hallo. Ach, das ist die verbrannten blöde Geschichte. Ah ja. Lernen wir euch auch mal kennen. Der nächste bitte. Mhm. Abenteuer. Abenteuer. Wo war er? Bam. Aha. Die man seine Geldbörse hier liegen lassen. Die Brieftasche. Sagt das noch jemand? Mhm. Nächstes Set, falls wir wieder mal eine Abrasion haben oder eine Wunde oder was auch immer. Hier, gib mir mal Kobber. Gruselige Mucke. Passend zur Pressekonferenz, die gerade unsere neue Wunderregierung gibt. Hallo, hier noch jemand? Nein? Mhm. Weiter geht's. Ah. Peak. Und ich spiele auf Krieger. Da seht ihr mal, wie gut ich bin. Im echten Leben. Okay, Kobbel, warum ich das auch immer runterschaufle, ich weiß es nicht, aber ich mach's. Hier mal Käffchen trinken. Damit es wieder vorwärts geht. Das ist ja wieder der letzte... letzte POI wieder gegeben. Alte Scheiße. Ich will den neuen Scheiß sehen. Was haben wir hier? Ein Hammer und Ölschale. Oder wie das heißt. Niemand da. So, jetzt schaufel ich aber nicht mehr. Ich nehme das jetzt nur noch so mit. Da holen wir mal hier das alte Ding raus. Ah, wieder so eine hakelige Scheiße. Da reinhopsen. Ich gehe erstmal in die Küche. Durch die Diele in die Küche. Ah. Jawohl, bisschen Rindfleisch. Es gibt Tinte auf dem Füller. Blech. 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 Was haben die denn hier? Aha, aha, aha. Na dann, kommt aus euren Löchern. Aha. Splints, nicht schlecht. Blech. Och, die habe ich gar nicht gesehen. Du Schmutzfink. Ah ja, die können sich jetzt hinhocken. Das ist neu. Dass sie auch durch Löcher kommen. Obacht. Ah. Hm. Nehmen wir Zement mit. Nee. Wenn ich meine Ohr hab, haben wir noch Zement in rauen Mengen. Na? Wo sind sie denn? So eine Ruhe. Huch. Fingerlang am Abzug. Ach ja, das ist ja so.
Gehen wir auf den Regalen lang. Da kommt eine Dicke runtergehopst. Haben wir schon mal eine Dicke gesehen? Einen Dicken haben wir gesehen. Na dann. Das ist ja eine schwache Vorstellung. Aber es ist auch Level 1. Ja. Aha. Oh, wir werden aber ordentlich zugeschmissen hier mit Bandagen. Aha. Aber sonst noch was? Nee. War's das? Zurück zum Händler. Okay. Aber erstmal hier unten noch ein bisschen rumpieken. Wo ist denn hier da? Du hast aber ein großes, dunkles Loch im Gesicht. Können wir was loswerden? Wir sind gesund, das ist schön. Was haben wir dann? Was brauchen wir denn nicht? Keine Ahnung. Gehen wir zurück. Wie groß ist denn das Dorf hier? Es ist auf der Karte erscheint es größer, als es im echten Leben aussieht. So, und den Werkstattladen, den heben wir uns auf, bis wir ein bisschen höher in Lucky Luther sind. Denn vielleicht fallen uns da ein paar Autoteile vor die Füße. In Berden gehe ich bestimmt nicht rein. Ach, ich Depp hätte gleich mal ausleeren können. Gehen wir erstmal zu Jenny. Ja. Du bist doch schon lange fertig, Mensch. So, Jenny, dann sag mal. Wow, I didn't think you had it in you. Good job. Mollys, ich glaube, mit Mollys sind wir ganz gut bedient. Hier, Gammelfleisch willst du nicht, okay. Die Dinger willst du auch nicht. Was willst du denn? Hier, bisschen Geld. Munition sieht gut aus. Den anderen Scheiß schleppen wir nach Hey, you got Hause. this? Ja, warte Be safe mal. out there. Gib mir mal noch irgendwas. Beseitige Zombies, drei vergrabene Vorräte. I've got a bit of a pro Aber Fantastic. dieses ist nicht You'll have to stay dasselbe. tuned. Nee, ist woanders. Ist da unten. Aber wir schaffen erstmal die Scheiße nach Hause. Die geile Scheiße. Oh, der Bärenladen. Da muss ich ja schon wieder eine zweite Kiste anlegen. Ins Hotel. Überhaupt da schon drinne? Ich glaube, der Knüppel hat ausgedient. Den hätte ich verscherbeln können. Ja, so. Den ganzen geilen Scheiß behalten wir. Steine brauchen wir eigentlich nicht. Jo. Mehr passt hier sowieso nicht rein. Ach doch, jetzt wieder. So, ab dafür. Oh. Holen wir uns mal das nächste Level ab. Käffchen. Danke. Oh, ist schon wieder kalt jetzt. Aha. Unser Kanzler Scholz sagt jetzt direkt noch nicht mal offiziell die Urkunde erhalten. Sagt, wir wollen wiedergewählt werden. Ah.
Armbrot. Schrei doch nicht immer so. Was soll denn da unten sein? Begib dich zum Sammelpunkt. Säubere das Gebiet. Sind das Armeestützpunkt? Hier, trink noch einen Kaffee. Hast du dir verdient. Ja, Pfeil und Bogen ist ja sozusagen endgültig abgemeldet. Wer bist denn du? Ich denke, die haben jetzt Farbenvariationen. Die haben da alle denselben Scheiß an. So, da ist unser Punkt. Ja, wir gehen nochmal in Abend. Ach, können wir gar nicht. Okay, da gehen wir da nicht rein. Was ich noch machen wollte, um bessere Werkzeuge bauen zu können. Das. Und wir brauchen, um eine Axt zu machen, wie immer, Pflanzenfasern zwei Stellen. Das ist ja für das allerletzte hinten gelegene Dorf. Gibt es immer noch ein paar Steine? Reifen. PWs. Ja, ja, da zisselt und schmiert schon wieder jemand. Oh, ein Motor. So. Haben wir es dem besorgt. Los, gehen wir noch einen Stein. Ach so, wenn ich das Ding scrappe, kriege ich auch einen Stein. Verändern. Raus. Wo habe ich denn jetzt? Habe ich das auch weggetan? Meine Mod. Los! Verändern. Bam. Weg. Was haben wir hier noch? Oh, wie schnell die Tage vergehen. Ah, natürlich. Habe ich mir eine Axt gebaut. Kriege ich eine geschenkt. Ändern, wieder raus, weg damit, verändern, rein, zack, alles wieder schön jetzt. Hier, gibt mir mal ein paar Taschenmods. Dass ich mehr schleppen kann. Die Scheiße anschmeißen. Haben die das geändert, dass das nachspawnt? Nee. Nee. Oh, da kommt ein Wanderhörnchen. Na, wenn das nicht nach Facility Management schreit. Ja, ja, hier bin ich. Oh, ein Schwein. Na, Dicke. Wie sieht's auch mal genauso aus? Och, Barney Gumble kommt auch dazu. Noch eine Kugel für die Dicke. Die erste Wanderhorde. Ach, ich habe die... okay. Ich habe die Quest abgebrochen, weil ich aus dem Gebiet rausgegangen bin. Aber das konnte ich mir da hier nicht entgehen lassen. Kommt ja noch jemand. Ja, Jenny wird das schon verstehen, wenn ich ihr sage, sie ist ja Arzt. Wenn ich ihr sage, wegen ADS und so. Dass ich wieder abgelenkt war. Kann ich ja auch nichts machen. So. Für jeden ein Piekser. Der hat sogar einen Sack fallen lassen. Tut da alle Leute rein, die so neugierig sind. Oh, ich muss einen Kaffee trinken, glaube ich. Hier, trink das. Hey, Popke! Hast du gedacht, du kommst davon? Oh, Barney Gumble hat's erledigt.
Popke auch. Die Dicke hält aber was aus. Messer lohnt sich, liebe Leute. Schneller Angriff und Schaden über Zeit. Hier, ihr seht's, die erledigen sich dann von selber. Und die Punkte rasen nur so rein. Aber das lassen wir uns doch trotzdem nicht nehmen, das Haus dazu durchwühlen. Ah, Gips, das ist gut. Man weiß nie. Ah, hier, Schweinchen ist auch gut. Kriege ich dich mit 6 Schuss erledigt? Ja, ein paar mehr. Moment, sie sind gleich an der Reihe. Ja! So, zweimal angepiekt. Mal gucken, wie lange der braucht. Naja, solange wieder die Geräusche von sich gibt, wirkt das noch, der Blutungsschaden. Piek! Und zack, hast du die Mistgabel im Auge. Sehr gut, danke. Gute Arbeit. Klimper, Klimper. Oh, das hat sich nicht gelohnt. Die haben wir schon reingeguckt. Noch ein bisschen Holz mitnehmen. Denn wir wissen, Holz ist. Das könnten wir eigentlich als Hordenbase benutzen, oder? Ah, ne, da ist ein Loch. So, gehen wir mal rein. Erstmal nachladen. Schade, Jenny. Ja, aber du hast ja auch nicht so viel Mühe gegeben. Da kann das schon mal... Oh, Kartoffeln. Saat. Oh. Oh, da waren Ärmchen ab. Die verschwinden nicht einfach nur. Wie früher. Ja, sie ist mir ins Messer gelaufen. Endlich mal wieder mit Menschen arbeiten. Sozialer Beruf. Weil bei Scum konnte man ja nur so, durfte man ja nicht so nah ran. Oh, Werkbank. Sehr gut. Also, Schematik. Sollen wir hier, kann man da noch so reinfummeln? Ja. Ah, alles scheiße. Der China-Mann. China-Mann ist nicht der politisch korrekte Terminus. Alter, was laberst du für ein Blech? Es geht hier nicht um den, die uns hier das Eisenbahnnetz gelegt haben. Ja, okay. Heidelbeeren. Naja. Ich komm gleich. Nein, Glück habe ich hier reingeguckt. Blödes Blei. Shotgun Messiah. Aber ich mache, glaube ich, unten drunter die Klappe kaputt. Und das ist schon wieder der nächste Tag vorbei. Wie schnell das geht. Aha. Geschossspitze. Liegt hier oben noch was? Nee. Aha. Wirst ja zugeschmissen hier mit Munitionsteilen. Was brauche ich, um das Ding zu reparieren? Repair Kit, okay. Hallo. Ja. Hast gedacht, ich sehe dich nicht? Du grässliche Person. Mach's rein. Ah, jetzt habe ich das Papier doch mitgenommen. Nee. Nee, nee. Munter werden. Jemand zu Hause? Noch ein Grill. Jetzt brauchen wir keine mehr.
Mikrowelle. Ah, das fressen wir. Wir fressen alles. Noch ein Käffchen. Kann ich überhaupt einen Kaffee kochen? Mal gucken. Kaffee. Nee, brauche ich erst das Rezept. Ach, haben wir schon. Na. Ihr Axt. Okay. Nee. Noch mehr trockenes Fleisch. Genauso wie ich es mag. Hast du es nur genommen? Nee. Röhrchen. Und die Röhrchen brauchen wir doch auch, um das zu reparieren, oder? Oder? Zeig mal. Was steht denn da? Eisenrohr. Okay. Aufwärts. Ach, da ist noch ein, noch eine Kammer. Guten Tag. Na? Medical Detectives. Wurde geweckt mit einem Stich in die Stirn. So, das kannst du ja auch noch reinhauen. Wir können uns jetzt Fleisch grillen. Aha. Aha. Ich habe das Rezept gefunden. Ich fand es. Ja, mit der Messergeschichte, das ist doch eine ganz... Hey, sollen das? Sie möchten auf Augenhöhe behandelt werden? Dann kommen Sie wenigstens nicht so. Oh ja, ziehe ich an. Okay, so viele von den Teilen. Und das esse ich jetzt nicht. Ach, da habe ich gerade reingeguckt, okay. Aha. Aha. Ah. Was ist denn da drin? 20 Mark. Und das war's? Und ist der Tag schon wieder vorbei. Haben wir hier noch was? Auf dem Dach? Okay. Nö, das war's. Dann gehen wir eben wieder nach Hause. Dann gehe ich nach Hause. Mein Geld habe ich schon bekommen. Ah, das wird doch auch ein schöner Ausflugstag. So, und für nächsten Tag nehmen wir uns vor, eher mal noch ein bisschen zu erkunden. Mal gucken, was da noch kommt. Oh. Was war denn das? So, mein Käffchen ist alle. Ach, das war der Händler. Rin. Der Händlerin. Bacon and Eggs, kann ich das? Bacon? Nee, kann ich auch noch nicht. Müsste ich investieren. Habe ich nicht einen Punkt gekriegt? Aber den investieren wir. Gehen wir noch. Wie viel brauchen wir dafür? Ah. Messerjunge. Parkour, Angriffswelle. Können wir auch nicht. Ja, ja, hier. Run and Gun. Beim Nachladen. Dass wir schneller sind. Ach, da kommt noch jemand. Moin, schönen Abend. Na? Kommst du aus der Kneipe oder gehst in die Kneipe? Ein schönes Schwein geschlachtet, da werden wir jetzt mal ordentlich Fleisch produzieren. Aber mit Quetschfleisch. Oh, wie das Messer funkelt. Dann gucken wir uns morgen, also im Spiel morgen, mal um nach einer geeigneten Bude für unser erstes Hörtchen. So, Jenny, zu dir brauche ich ja nicht zu kommen. Diese stinke ich heute mit mir. Weil ich es versaut habe. Ich habe vorher wieder rausgezogen. Mich. Aus dem Punkt des Interesses. Was? Kampfmusik? Warum? Ich habe Interruptus gemacht. Okay, keine Kampfmusik mehr. War ich hier drinne? Nein.
Schon wieder Gammelfleisch. Schön im Klo wühlen. Nein. Papier holen wir uns dann in rauen Mengen. Muss irgendwie noch eine Papiermühle geben. Der Ofen, Kohle nehme ich jetzt nicht mit. Und das nehme ich auch nicht mit. Aha, noch ein Grill. Die Forge könnte ich bauen. Das werden wir jetzt tun. So, und diese komischen Knüppel hier, dann verscherbeln wir am nächsten Tag. Ah, muss ich da nicht ein Bell-Off machen? Forge. Nein, so. Nee. Klebeband, Rohre haben wir, Clay haben wir schon genug einstecken. Leder haben wir, brauchen wir noch Klebeband. Bam. Und Forge, go. Ah, so eine Sache. Ach, hier, kann man doch, gibt's doch das jetzt. Ja. Jetzt habe ich natürlich alles eingebüßt. 1, 2. Wässerchen nehmen wir mit. Da muss ich mal noch eine Fressenskiste machen. Ja. So, liebe Leute, ich werde jetzt die Forge platzieren und die Nacht wieder hier auf meinem Dach hocken. Klomann vom Dach. Und wie gesagt, in der nächsten Folge, Folge 3, Tag 3, erkunden wir das Dörfchen im großen Umfang. Da gehen wir die äußeren Grenzen mal ab und gucken, was uns da erwartet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt auch Lust, hier teilzunehmen. Und mal gucken, was uns noch Neues über den Weg läuft. Ich bin gespannt auf die Waffen von den Zombies. Bin ich jetzt nicht so... so viel Neues haben wir noch nicht gesehen. Eine Krankenschwester, die anders aussieht. Den Spinnzombie haben sie hingestellt. Und das war's. Bis jetzt ist noch nicht viel Neues sichtbar gewesen. Ja, der Kapuzenfritze. Tja. Bis zur nächsten Folge, euer Onkel Klo. Daumen hoch für das Spiel. Ich hab Lust. Wir sehen uns morgen. Ciao. Wow.